Als über 50 Jahre ist halt mal schwierig, man hat halt seine Probleme beim Treppengehen, man hat seine Probleme beim Auto aussteigen, man ist einfach nicht mehr so mobil, es fällt alles ein bisschen schwerer, Mobilität geht flöten, aber wir sind ja 50. Wir können ja sagen, wir sind 50, können uns entschuldigen, dass wir 50 sind, ist ja überhaupt kein Problem. Nimmt ja auch jeder so hin, weil es ja mehr oder weniger normal ist. Stopp. Normal muss aber nicht sein. Normal ist es, weil jeder natürlich dem gleichen Verfall unterliegt, muss aber nicht sein. Muss überhaupt gar nicht sein, wenn wir an unserer Mobilität arbeiten. Ah, hallo, herzlich willkommen. Andreas Riembacher, Pörnsen aus Karlsruhe. Ich habe wieder fast vergessen, mich vorzustellen. Aber ihr kennt mich ja alle schon. Ihr wisst ja schon, wer ich bin. Wieder spannendes Thema zum Thema Fitness over 50 und zwar die Mobilität. Es wird der Kraftsportler immer nachgesagt, sind ja alle so bocksteif und können sich nicht bewegen. Das stimmt auch nicht. Kraftsportler, die regelmäßig trainieren, die sind bei weitem nicht so unbewegliche Menschen, die gar keinen Sport betreiben, aus dem einfachen Grund, weil die Kraftsportler natürlich Lasten im freien Raum bewegen und natürlich auch ganz bewusst in Körperstellungen geht, die man normalerweise als Normalsterblicher, der keinen Sport betreibt, eben die Stellung nicht einnimmt. Nichtsdestotrotz, Freunde, ist es wichtig, dass wir unsere Mobilität auf Dauer erhalten. Und zwar eine hohe Mobilität sorgt für Lebensluxus. Wer möchte denn mit 60 schon mit dem Rollator in der Gegend rumfahren? Wer möchte mit 60 schon oder mit 55 schon ganz arg Probleme haben beim Auto ein- und aussteigen? Viele Probleme haben beim Aufstehen aus dem Sessel, beim Aufstehen auf dem Stuhl. Wollen wir doch gar nicht haben. Wir gehen davon aus, dass wir alle gesund sind, wir haben ja keine Arthritis, wir haben keine Gelenkserkrankungen, aber nichtsdestotrotz fällt es uns immer schwerer, uns anständig zu bewegen. An was liegt denn das? Das liegt doch oftmals daran, dass wir nicht an unserer Mobilität arbeiten. Das ist doch alles. Klar, wenn man 50 ist, dann wird man natürlich etwas gediegener, man wird etwas ruhiger, das spüre ich auch. Man hat nicht mehr ganz so die Power wie als 25-Jähriger. Muss man ja auch nicht haben. Muss man überhaupt nicht haben, sondern was wir brauchen, ist auch ein regelmäßiges Krafttraining. Und wer regelmäßig Krafttraining absolviert, bewusst in die Hocke geht, zum Beispiel in der Kniebeuge, bewusst Kreuzheben macht, bewusst Brustübung macht, der hat ja schon, der arbeitet doch schon an seiner Mobilität. Ja, auch hier wird an der Mobilität gearbeitet, weil wir eine Last über einen ganz bestimmten Bewegungsabraum bewegen. So, wenn man dazu natürlich noch sagt, okay, wir machen noch ein bisschen Mobilitätstraining, indem man zum Beispiel auf einem Untergrund steht, der weich ist, auf so eine sogenannte Bosu-Platte, indem man zum Beispiel regelmäßig auch ein bisschen Fahrrad fährt, ja auch das erhöht die Mobilität, weil dann unser Gleichgewichtssystem geschult wird. Das Gleiche ist, wenn ich laufen gehe, auch hier ist es natürlich anders beim Gehen oder beim Liegen, das Gleichgewichtssystem wird geschult. Das heißt, wir sollten uns mit einer Vielzahl von verschiedenen Bewegungen konfrontieren. Umso mehr wir unser System konfrontieren, umso mehr bleibt es erhalten. Ganz einfach. Wer nicht mehr rechnet, verlernt das Rechnen. Wer nicht mehr liest, der kann immer nicht mehr lesen. Wer nichts mehr denkt, der kann irgendwann nicht mehr denken, nichts Vernünftiges denken. Wer Kreuzworträtsel nie macht, der schafft auch keine mehr. Umso mehr wir unsere Systeme benutzen und erhalten, umso mehr bleiben sie uns erhalten. Und genauso ist eine Mobilität. Wir sollten uns gerade im Alter über 50 mit allen möglichen Dingen konfrontieren. Sei es Kraftsport, sei es Mountainbike, sei es Inlineskaten, sei es Skateboardfahren. Ich fahre Skateboard. Ich bin das letzte Jahr das erste Mal das Skateboard gefahren. Ich bin das letzte Mal vor 30 Jahren gefahren. Und ihr glaubt es nicht, das war der Hammer. Das hat funktioniert. Ich bin perfekt Skateboard gefahren. Nach 10 Minuten konnte ich es wieder. Das Gehirn konnte sich wieder daran erinnern. Und genau das ist das, was wir machen sollen. Wir müssen uns konfrontieren mit allen möglichen Mobilitätsübungen. Sei es mal Trampolin springen. Auch vor kurzem bin ich Trampolin springen gegangen. Das hat gut funktioniert. Ich muss mich halt damit konfrontieren. Wenn ich es nicht mehr mache und nur noch stur in meinem Auto sitze, weil ich im Außendienst bin, stur noch vor meinem PC sitze, mich immer nur in einem gewissen Bewegungsspielraum befinde. Ja, Entschuldigung. Was soll denn passieren, außer dass die Systeme verloren gehen? Da kann nichts anderes passieren. Deswegen, liebe Over 50, es gilt auch für
Zweischanz auch für unter 40-Jährige, für 30-Jährige. Auch da sieht man zum Teil schon eine katastrophale Mobilität. Ihr müsst eure Systeme erhalten. Ihr müsst euch dreimal in der Woche mit allen möglichen sportlichen Aktivitäten konfrontieren. Und mir ist am allerliebsten, dass ein großen Anteil Kraftsport dabei macht, freie Lasten im freien Raum bewegt, nicht an maschinenorientierten Training teilnimmt. Dann seid ihr safe bis ins hohe Alter. Ihr habt eine hohe Mobilität, eine hohe Aktivität bis ins hohe Alter. Freunde, das war's mal wieder zum Thema Mobilität. Wenn ihr Fragen habt, liebe Freunde, ihr könnt nur mehr Infos von mir verlangen, wenn ihr mir Fragen stellt, wenn ihr unten in die Bemerkungen reinschreibt, was ihr alles wissen wollt. Dann nehme ich mir die Zeit und mache mir die Mühe und werde da noch ganz, ganz viele Videoclips rausbringen, genau zum Thema. Freunde des Fitnesssports, des Kraftsports über 50. Hier ist Mr. T aus Karlsruhe. Alles Gute, immer mit dem Motto, deine Fitness auch über 50, meine Aufgabe. Macht es gut.